Ein Partner suchen und sich verlieben. Viele Menschen nutzen dafür das Internet. Und wer endlich die große Liebe gefunden hat, zeigt auch das häufig online. Paare definieren ihren Beziehungsstatus öffentlich. Sie posten Fotos und kleine Zeichen ihrer Zuneigung. Geht aber eine Beziehung dann in die Brüche, werden die online geknüpften Verbindungen schnell zur Belastung. Elenas Sohn leidet monatelang, nachdem ihr Freund sie verlassen hat. Dann rafft sie sich auf und gründet eine Liebeskummerberatung. Denn sie weiß, wie kompliziert der Umgang mit dem Ex-Partner im Netz sein kann. Trennungen sind eine größere Herausforderung als früher geworden durch diese neuen Möglichkeiten des Internets, durch diese Verbundenheit, die dadurch stärker erhalten bleibt, selbst wenn man dann räumlich physisch getrennt ist. Wie soll ein Ex-Paar mit den digitalen Hinterlassenschaften, mit den Online-Spuren der Beziehung umgehen? Was tun mit Fotos, auf denen beide zu sehen sind? Was ist mit digitalen Erinnerungen an den gemeinsamen Urlaub? Verletzungen sind unvermeidlich. Nicht die einzige Schwierigkeit. Ja, also ein großes Problem bei Trennung auf Facebook, neben dem Problem, was lösche ich auf Facebook, wie mache ich das öffentlich, dass ich mich getrennt habe, ist sicherlich, dass man immer noch die Möglichkeit hat, viel von seinem Partner mitzubekommen. Viele Nutzer wollen nach der Trennung die digitalen Bande zum Ex-Partner nicht ganz kappen. Der Schritt erscheint so drastisch. Oft können sie dann aber der Versuchung nicht widerstehen, nachzuschauen, was der Ex-Partner denn so macht, wo er sich rumtreibt und mit wem er sich trifft. So bleibt der ehemalige Partner gedanklich immer präsent. Es kann keine innere Distanz entstehen und auch der Trennungsschmerz bekommt ständig neue Nahrung. Es ist besser, wenn man sich auf sich selber konzentriert und sich quasi ein neues Leben aufbaut. Und das wird schwieriger mit Facebook. Gerade wenn man nicht den Schritt gehen möchte, dass man sich entfreundet mit seinem Partner. Das Netz ist zwar längst ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Alltags, aber wie man sich online nach einer Trennung verhält, dafür gibt es noch keine Gepflogenheit und noch keinen Brauch. Beziehungsleitlinien fürs Internet hat die Gesellschaft noch nicht ausgehandelt. Momentan beobachte ich, dass es noch keine festen Regeln dafür gibt, wie man nach einer Trennung in den sozialen Medien, im Internet miteinander umgeht. Und häufig kommt es dann auch zu Missverständnissen. Also wenn der Ex-Partner der Erste ist, der mich blockiert, dann trifft mich das natürlich. Das Internet macht Trennungen also komplizierter, bietet aber auch Lösungsansätze. Kai Stühmeier etwa twittert über seinen Liebeskummer, seit seine Freundin im Januar Schluss gemacht hat. Es ist der Versuch einer öffentlichen Bewältigung. In dem Moment, wo es mir schlecht geht, bin ich schon wirklich sehr froh, dass es Twitter gibt, weil ich dann sofort dann mein Smartphone ziehen kann und dann sofort meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Am Anfang zögert Stühmeier noch. Will er wirklich seine Gefühle ungefiltert öffentlich machen? Sein Herz ausschütten vor Wildfremden? Doch er hat Glück. Die Twitterer machen ihm Mut. Es kommt zu langen Telefonaten mit Menschen, die er zuvor nur von Twitter kannte. Und auch jenseits dieses menschlichen Beistands sieht Stühmeier Sinn in seinem Getwitter. Seine Tweets helfen ihm, die Gedanken zu ordnen. Twitter ist irgendwo auch ein sehr gutes digitales Tagebuch, weil man zu jeder Tages- und Nachtzeit wirklich seine Timeline zurückverfolgen kann halt und sich in dem Moment nochmal zurückversetzen kann, wie man sich gerade gefühlt hat, als man dies und das geschrieben hat. Wer lieber anonym bleiben will, kann auf Liebeskummerforen Beistand finden. Und es gibt sogar Apps, die Trennungen erleichtern sollen. Die Smartphone-Anwendung Drunk Dial No verspricht beispielsweise, unüberlegte Anrufe beim Ex zu blockieren. Aber um loszulassen, um jemanden gehen zu lassen, dafür gibt es keine Softwarelösung. Das ist ja eine innere Entscheidung, die man treffen muss. Und da wird einem auch keine App bei helfen, sondern das ist eine Überzeugung, zu der man gelangen muss. Früher konnte man Fotos verbrennen und Liebesbriefe zerreißen, um innerlich Abstand zu gewinnen. Online geht das nicht. Aber vielleicht entwickelt das Netz ja noch Hilfestellungen, die denen in der Offline-Welt überlegen sind. Denn wer vor lauter Trennungsschmerz schon mal Erinnerungsstücke vernichtet hat, bereut das später oft. Das Internet könnte lernen, digitale Beziehungsspuren für uns zu konservieren und nur so lange zu verbergen, bis der schlimmste Liebeskummer vorbei ist.